Die Ereignisse Anfang Februar 1959 im Uralgebirge, die als Djatlov-Pass-Vorfall bekannt wurden, gehören nach wie vor zu den rätselhaftesten Begebenheiten des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt deshalb, weil wir immer noch keine befriedigende oder allgemein akzeptierte Erklärung dafür haben, warum 9 erfahrene Wanderer auf brutale Weise ihr Leben verloren. Ihr Zelt wurde in Trümmern gefunden, von innen aufgeschnitten. Mehrere der Wanderer wurden etwa einen Monat nach ihrem Verschwinden barfuß und fast nackt in der Nähe des ursprünglichen Campingplatzes entdeckt. Interessant ist, dass eine Spur von Fußabdrücken, einige sogar barfuß, aus dem Zelt führten und sich im Nichts verliefen. Die anderen wurden fast 3 Monate später entdeckt, unter Schnee in einer Schlucht begraben. Was ist mit ihnen geschehen? Warum verließen sie ihr Zelt, teilweise sogar barfuß, mitten in der Nacht bei brutal kalten Temperaturen? Eine Tat, die mit Sicherheit ihren Tod garantieren würde. Hier sind 10 Theorien darüber, was genau passiert ist. Es war eine Lawine. Die naheliegendste Erklärung wäre, dass die Gruppe, trotz all ihrer Erfahrung, die unglücklichen Opfer einer ausgelösten Lawine war. Fall gelöst, richtig? Nun, nicht ganz. Erstens gibt es in diesem Gebiet eigentlich nie eine Lawine und erst recht keine, die zum Tode geführt hätte. Zweitens, selbst wenn es sich um eine tödliche Lawine gehandelt hätte, die zufällig genau in jener Nacht auftrat, als sich die Wanderer auf diesem Teil des Berghangs befanden, gab es einfach keine Hinweise auf eine Lawine, als die Sucher schließlich das Gebiet auf der Suche nach den vermissten Wanderern durchkämmten. Obwohl diese Erklärung früher und auch jetzt noch sehr verbreitet war, passt es einfach nicht zusammen. Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass ein solches Beharren entgegen den offensichtlichen Tatsachen auf eine Art Vertuschung hindeutet. Es war ein UFO. Okay, lass uns das hier und jetzt aus dem Weg schaffen. Es war ein UFO. Das ist sicherlich die Theorie einiger Forscher und obwohl es keine Beweise gibt, die darauf hindeuten, dass sie richtig liegen, gibt es einige interessante Details zu untersuchen, die auf die Beteiligung eines hochentwickelten Raumschiffs aus einer anderen Welt hindeuten könnte. Zum Beispiel gab es dort, wo 2 der Wanderer neben den ausgebrannten Überresten eines Lagerfeuers entdeckt wurden, erhebliche Schäden an Bäumen, die ihre notdürftige Unterbringung überragten. Der Schaden befand sich auf einer Höhe von etwa 4,6 Metern. Einige Forscher haben die Theorie aufgestellt, dass dies das Ergebnis eines UFOs war, das knapp über den Baumkronen schwebte. Außerdem wurden einige der Gruppe, die Monate nach ihrem Verschwinden entdeckt wurden, mit Stücken von Haut, Lippen und Augen gefunden, die offenbar chirurgisch entfernt worden sind. Während einige behaupten, dass diese Verletzungen lediglich das Ergebnis der Zersetzung waren, sagten andere, dass diese scheinbar präzisen Schnitte auf intelligentes Handeln hindeuten. Die Yeti-Theorie. Eine der vielleicht interessantesten Behauptungen ist, dass die Gruppe ihr grausames Ende durch die Hand oder besser durch die Klaue eines Yetis oder einer Bigfoot-ähnlichen Kreatur erlitt, die in den abgelegenen Regionen des Uralgebirges lebt. Der lokale Mansi-Stamm hat Legenden über eine Yeti-ähnliche Kreatur namens Menk, die darüber hinaus die Gegend des Vorfalls durchstreifen soll. Auf einer Aufnahme, die als Bild 17 bekannt ist, befindet sich ein seltsames Bild, das eine Gestalt zu zeigen scheint, die einer Kreatur vom Typ Bigfoot ähnelt. Einige Leute glauben, dass diese Gestalt in Wirklichkeit einer der Wanderer war, die von einem hochgelegenen Stück Land zurückgekehrt war und sich wahrscheinlich versuchte, gerade zu orientieren. Die Tatsache, dass es das letzte Bild war, das gemacht wurde,
führte jedoch dazu, dass einige Leute vielleicht mehr in das Bild reininterpretieren, als es tatsächlich zeigt. Oder vielleicht war es kein Bigfoot oder auch keiner der Gruppe. Vielleicht war es, wie der nächste Punkt gleich zeigen wird, etwas potenziell wesentlich Bedrohlicheres. Entflohene Gefangene. Weniger bekannt ist die Behauptung, dass die Wanderer die unglücklichen Opfer von entflohenen Gefangenen aus den Gulags der Region waren. Viele dieser Gefangenen, die sehr wohl seit dem Zweiten Weltkrieg inhaftiert gewesen sein könnten und mit dem Weltgeschehen überhaupt nicht auf dem Laufenden wären, wurden in diesen Einrichtungen inhaftiert. Für sie hätte der Konflikt sehr wohl noch immer stattfinden können, wenn sie nicht über anderes Insiderwissen verfügten und wenn sie von Fremden entdeckt worden wären, könnte dies zu einem Angriff dieser verzweifelten Menschen führen, die selbst möglicherweise durch den Krieg abgehärtet sind und unzählige Jahre ohne jegliche Freiheit hinter Gitter verbracht haben. Man kann sich vorstellen, dass sie die Option eines Angriffes auf eine relativ kleine Gruppe gegen das Risiko abwägen würden, den sowjetischen Behörden gemeldet zu werden, was zu vielen Jahren in den brutalen Gulags zurückführen würde. Die Gulag-Behörden töteten sie aus Versehen. Zusätzlich zu den potenziellen Bedrohungen durch entflohene Gulag-Gefangene war es wahrscheinlich, dass die Gulag-Behörden selbst zuerst schossen und später Fragen stellten, vor allem in der Region, in der sich die Wanderer befanden. Wir sollten bedenken, dass sie vom Kurs abgekommen waren und sich an einem Ort befanden, den sie nicht mit eingeplant hatten. Könnte es vielleicht sein, dass die Gulag-Behörden, die eventuell eine Standardpatrouille durch das Gebiet führten oder vielleicht nach einem entflohenen Gefangenen suchten, ein wenig begierig auf eine potenzielle Festnahme waren und die Wanderer irrtümlich töteten? Stell dir den Zorn der örtlichen Bevölkerung vor, wenn dies bekannt werden würde. Vielleicht wurde dann eine Vertuschung beschlossen. Man muss ja auch beachten, dass eine mögliche Lücke in dieser und der vorhergenannten Theorie darin besteht, dass der nächstgelegene Gulag Berichten zufolge nur etwa 100 Kilometer vom Ort des Vorfalls entfernt lag. Es gibt zwar keine Beweise dafür, dass Gulag-Wachen die Wanderer getötet hätten und es vertuscht haben, aber der Vorfall ist mit Sicherheit so undurchsichtig, dass die Leute misstrauisch sind. Es war zudem die Zeit des Kalten Krieges. Eine Zeit, in der das Misstrauen selbst unter den Bürgern eines Landes sehr groß war. Tatsächlich überträgt sich die Vorstellung, dass der Kalte Krieg bei diesem mysteriösen Vorfall eine große Rolle gespielt haben könnte, auf unseren nächsten Punkt. Beteiligung des amerikanischen Geheimdienstes. Es gibt einige, die behaupten, dass der Vorfall das Ergebnis eines CIA-KGB-Treffens war, bei dem radioaktives Material übergeben wurde, was letztlich zum Tod von 9 Sowjetbürgern führte. Für diese Behauptung gibt es keine wirklichen Beweise und sie stützt sich stark auf eine einfache Tatsache, dass der Kalte Krieg zu dieser Zeit in seiner Blütezeit war. Und wenn es auch nur die geringste Chance gegeben hätte, die Vereinigten Staaten in ein negatives Licht zu rücken, hätten die Sowjets sie ergriffen. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass sich eine Art Fallenszenario entwickelt haben könnte. Es gab zum Beispiel beträchtliche Hinweise auf Strahlung, sowohl im Gebiet selbst als auch auf einigen der toten Wanderer. Die ersten Gerüchte tauchten auf, dass der Vorfall ein Versuch war, CIA-Agenten, die hinter den sowjetischen Linien gefangen waren, radioaktives Material unterzuschieben. Irgendwie ging die Operation dann doch schief und die Wanderer wurden getötet. Wenn diese Theorie wahr wäre, dann würde dies bedeuten, dass mindestens einer der Wanderer ein KGB-Agent war. Dies leitet auch quasi schon den nächsten Punkt ein, da es genügend Gründe zur Annahme gibt, dass es im Uralgebirge tatsächlich eine KGB-Präsenz gegeben haben könnte. KGB-Einrichtung. Es gibt mehrere Theorien darüber, dass die Wanderung in diese Berge heimlich
und gegen das Wissen der Mehrheit der Wanderer eine KGB-Operation war. Einer der interessantesten Aspekte dieser Behauptung ist vielleicht die Tatsache, dass das älteste Mitglied der Gruppe nicht nur in letzter Minute hinzukam, sondern Berichten zufolge auch über eine umfangreiche Militär- und Kampfausbildung verfügte. Warum genau war er dort? Vielleicht ist die Tätowierung auf seinem Körper es wert, genauer hinzugucken. Denjenigen zufolge, die das Wort recherchiert haben, gibt es keine Übersetzung in irgendeine bekannte Sprache. Viele gehen davon aus, dass es sich entweder um ein geheimes militärisches Kennzeichen oder eine Art Geheimbundspitznamen handelt. Wenn es stimmt, dass diese Person ein KGB-Agent war, steht dennoch weiterhin die Frage im Raum, was seine Mission gewesen sein könnte. Lokale Stämme. Einige Theorien behaupten, dass die Todesfälle das Ereignis von Angriffen örtlicher Stämme in der Gegend waren, vor allem durch den Mansi-Stamm. Dafür gibt es keine wirklichen Beweise. Die Mansi waren weitgehend friedlich und an der Außenwelt uninteressiert. Darüber hinaus gab es, ähnlich wie bei den bereits erwähnten Details bei der Untersuchung der scheinbaren Flucht aus ihrem Zelt, im umliegenden Schnee, der weitgehend unberührt war, keine Beweise für eine solche Vorgehensweise eines Stammes, der überhaupt nicht daran gedacht hätte, seine Spuren zu verwischen, schon gar nicht nach einem Angriff. Und noch unwahrscheinlicher ist ein nächtlicher Angriff inmitten eines scheinbaren Schneesturms. Obwohl sie sicherlich einen bequemen Sündenbock abgeben, gibt es absolut keinen Beweis dafür, dass die Mansi oder irgendein anderer Stamm in der Gegend für diese plötzlichen und seltsamen Todesfälle verantwortlich waren. Es sollte vielleicht angemerkt werden, dass die örtlichen Stämme den Berg, auf dem sich der Vorfall ereignete, als Berg der Toten bezeichneten. Die Theorie der Gravitationsschwankungen. Eine der vielleicht bizarrsten Theorien, wenn auch eine, die auf wissenschaftlichem Denken beruht, ist die Theorie der Gravitationsschwankungen. Diese Theorie argumentiert im Wesentlichen damit, dass es in einem Korridor, in dem die Wanderer unglücklicherweise lagerten, zu einem plötzlichen Abfall der Schwerkraft kam. Dies ist ein wenig bekanntes und unbewiesenes Phänomen, aber es erklärt, zumindest theoretisch, den letztlichen Aufenthaltsort der Leichen der Wanderer. So wird beispielsweise argumentiert, dass diejenigen, die zuerst aus dem Lager hinausstürzten, im Grunde in eine Situation ohne Gravitation versetzt wurden, in der sie sofort starben, als befänden sie sich in einem Vakuum. Die anderen wurden aus dem Zelt gezerrt, was das von ihnen zerrissene Zelt erklären würde. Sie wurden aufgrund des plötzlichen und dramatischen Abfalls der Schwerkraft buchstäblich aus dem Zelt gerissen. Es wird argumentiert, dass dieses ungewöhnliche Phänomen häufiger auftritt, als den Menschen bewusst ist, aber selten zu einer so drastischen Situation führt, da die Menschen normalerweise nicht von dem Ereignis erfasst werden. Einige Forscher behaupten sogar, dass die Wanderer den seltenen Vorfall überlebt hätten, wenn sie einfach ihr Zelt geschlossen gehalten hätten. Geheime Waffentests. Diese Theorie könnte die mysteriösen Vorfälle, die Berichte über seltsame Lichter und die Geheimniskrämerei erklären, mit der die sowjetischen Behörden den Vorfall handhabten. Viele Gerüchte aus diesem Gebiet besagen, dass die Sowjets regelmäßig Geheimwaffen testen würden. Einige behaupteten sogar, dass Neutronenwaffen im Einsatz seien. Die Verletzungen einiger der Camper, die schwere innere Traumata, aber kaum äußerliche Schäden aufwiesen, würden sicherlich auf eine fortschrittliche und geheimnisvolle Technologie hindeuten. Könnte es also möglich sein, dass das sowjetische Militär Waffen testete, die dazu bestimmt waren, die Vereinigten Staaten zu erschrecken und dafür den Tod von 9 ihrer eigenen Bürger hinnimmt? Ähnlich wie die Gulag-Theorien würde dieses Szenario zu einer sofortigen und umfangreichen Vertuschung führen. Der eine, der entkommen konnte. Einer der vielleicht faszinierendsten Aspekte des ganzen entsetzlichen und schrecklichen Ereignisses ist der von Juri Judin. Nur 24 Stunden,
nach dem unglücklichen Ausflug erkrankte Judin an einer Krankheit, die so schwer war, dass er zum Ausgangspunkt zurückkehren musste. Nach dem, was wir heute über die Situation der Gruppe wissen, war es vielleicht die zeitlich am besten passende Krankheit des gesamten 20. Jahrhunderts, die ihm schließlich sogar das Leben rettete. In der Tat lässt sie einen vielleicht über die Unsicherheit unserer Existenz nachdenken, in der ein scheinbar so unschuldiger und trivialer Umstand wie die Tatsache, zu krank zu sein, um daran teilzunehmen, letztlich dazu führen kann, dass man sein Leben behält. Unabhängig davon konnte Judin dadurch bis ins hohe Alter leben, was er auch tat, obwohl er den Ermittlungen zu den Todesfällen seiner Kollegen nie etwas von Bedeutung hinzuzufügen hatte.